Ja, schönen guten Morgen. Es ist 6.12 Uhr. Wir sind leider, also es ist sehr heiß, wie man mir auch ansieht. Wir sind leider am falschen Terminal abgesetzt worden und stehen jetzt wieder vor dem Flughafen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Flug überhaupt noch bekommen. Ansonsten kann es spannend werden, was hier passiert. Ja. Ja, wir haben es tatsächlich noch in den Flieger geschafft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, aber... Oh, was ist da denn? Foto, Foto. Keine Ahnung, was sie da machen. Und dann fliegen wir jetzt mal weiter und wir sehen uns dann... Ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt. Bis dann. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Kunming. Wir werden mit dem Bus dahin gebracht. Interessant ist es, dass es hier viel kälter ist. 21 Grad statt 32 heute Morgen noch in Guangzhou. Gerade im Hotel angekommen und ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Und was ich hier gerade noch entdeckt habe, das muss ich euch natürlich auch zeigen. Das steht hier natürlich auch einfach so rum, falls ich noch ganz spontan irgendwie einen Vibrator brauche oder ja, keine Ahnung, ein Gaylord, ich weiß nicht, was das sein soll, dann soll es auch daran nicht mangeln. Wir sind hier gerade im Mao Lifehouse in Kunming. Es ist leider sehr laut, aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem hören. Alle Clubs heißen hier Mao Lifehouse. Das ist sehr strange, aber egal. Es ist auch alles ziemlich ähnlich. Relativ neu, relativ schön und ja, macht Spaß. Das ist echt geil. Ja, was kann ich noch sagen? Das einzige Spannende heute ist, dass ich keinen Schlagzeugteppich habe. Und Schlagzeugspielen ohne Schlagzeugteppich ist echt skurril, weil das Schlagzeug immer hin und her rutscht. Also wird es eine spannende neue Erfahrung. Ich kann euch ja draußen mal alles zeigen, denn hier in Kunming ist richtig geiles Wetter. Sowieso bisher für meinen Geschmack die schönste Stadt hier in China, die ich hier gesehen habe. Guangzhou, wo wir gestern waren, war auch wirklich toll, weil das richtig schön heiß war. So wie in den Tropen, wenn wir nach Thailand reisen. Aber hier ist so ein
Mallorca-Klima. Das finde ich richtig geil. Und es ist richtig was los, richtig viele nette Leute, sympathische Leute. Das Essen ist mega. Heute ist es endlich mal ein bisschen Gewürz. In Shanghai war das manchmal so ein bisschen mild, weil ich stehe auf scharf. Ja, also mir gefällt. Ihr könnt ja mal rumgucken. Es gibt hier richtig fette Malls. Man denkt ja immer, Kunming habe ich noch nie gehört. Hatte ich auch noch nie gehört, aber es ist trotzdem eine 5-Millionen-Stadt. Unglaublich. Es gibt hier so viele Menschen. Ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, aber mein erster Eindruck war sehr gut und ich bin jetzt mal gespannt, was mir so alles sehen kann. Don't be afraid of the sunrise. Don't be afraid of the saints. Don't be afraid of the judgment. Cause I'll be here to back you up. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Ja, endlich mal einen leckeren Kaffee. Trinken hier irgendwie keinen Kaffee, wir trinken Tee. Und ich hasse Tee. Du hast Tee in China? Nein, ich mag einfach nicht so gerne Tee. Ich trinke einfach so langweilig. Okay. Kickt ja nichts. Hier geht der Mann noch selbst zur Hand. Ja, hier. Es ist ganz schön heiß in der Sonne. Aussehen wie ein Hummergurte, immer im Sonnenschutz. Aber das mache ich auch in Thailand. Tatsächlich versuche ich nie in der Sonne zu sein. Aber warm mag ich es dennoch. So, wir gehen jetzt essen. Es ist 18 Uhr. Hier im Hotel läuft auf dem Flur leise Musik. Bin mal gespannt, wo es jetzt hingeht und was es da leckeres zu essen gibt. Today I ate a barbecue for the dinner, and I remember some guy said barbecue warm, maybe scare bass player. Just for joke. Sehr, sehr scharf. I'm staring at the wall. Your flavor on my lips. I'm watching and I'm counting. Florian, da macht das so ein bisschen. Wenn du fresh teil bist. Flies. Unser erster Off-Day in Thailand? Wir sind gar nicht in Thailand, wir sind in China. Ja, also unser erster Off-Day in China in Kunming. Und heute hat uns die Produktionsfirma eingeladen, das original chinesischen
grillfest und alles ist einigermaßen lecker. Einiges mehr, einiges weniger, aber auf jeden Fall haben wir einiges Neues probiert. Ganz besonders lecker fand ich die Hühnerfüße nicht mit Knorpeln und die Würmer waren auch nicht so meins. Aber man muss ja alles mal probieren. Food is good. Food is excellent. Nice. So, wir haben uns dazu entschieden, nicht mit dem Taxi zu fahren, sondern 1,2 Kilometer zu Fuß zu gehen. Ich finde, das ist eine gute Sache, weil nach dem Essen ein bisschen Bewegung tut auch mal gut. Und der Off-Day war richtig klasse. Ich freue mich auf die nächsten Shows, bin total motiviert und entspannt. Ja, macht Spaß hier.